Haben Sie eine besondere Beziehung zum Handball? Ja, ich bin seit vielen Jahren dabei. Es liegt auch daran, dass ich die Empor Brandenburger Tor seit vielen Jahren persönlich unterstütze, inzwischen Ehrenmitglied des Vereins bin und ich möchte damit auch die Jugendarbeit würdigen und eben auch die besondere Arbeit, die hier unter der Leitung von Achim Posobek für dieses Turnier geleistet wird, was hier an internationalen Mannschaften zusammenkommt. Von den europäischen Freunden bis hin zu den chinesischen Mannschaften, den Schulmannschaften. Das ist also beispielhaft. Und gerade wenn wir sehen, dass bei uns im den Mannschaftssportarten in Deutschland wir große Probleme haben bei den Erwachsenen, dass die Mannschaften erfolgreich bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sind, erscheint es mir umso wichtiger, hier Jugendhandball zu unterstützen. Wie sehen Sie denn die Zukunft dieses Turnturniers? Herr Kosubek möchte ja nun langsam die Leitung abgeben. Ein solches Turnier erst einmal zu entwickeln und auf dieses Niveau zu bringen, hat schon lange Zeit gebraucht. Und wir als Familie Richthofen, ja, ich will nicht sagen von Anfang an, aber in den letzten 2 Jahrzehnten waren wir eigentlich immer hier, auch ich schon. Und ich habe das immer mit großem Vergnügen angeschaut. Jetzt einen Nachfolger für Herrn Kosubek zu finden, ist sicherlich nicht einfacher. Da sind große Fußstapfen, die hinterlassen werden, aber ich bin mir sicher, Herr Kosubek ist ein Kämpfer und wird jemanden finden, der ja dieses Turnier erfolgreich weiterführen wird. Und eigentlich kann doch der Berliner Handballverband froh sein, dass er so ein Turnier hat. Ja, definitiv. Wir sind dem Verein hier, der SGEBT, also Empor Brandenburger Tor, sehr dankbar, dass er seit vielen, vielen Jahren, mittlerweile glaube ich 55 Jahre, ist das 55. Turnier, so ein hochklassiges Turnier veranstalten. Unsere Auswahlmannschaften haben die Chance vor Ort hochklassige Turniere zu spielen und aber auch der Deutsche Handballbund ist eben sehr, sehr froh, dass es hier nochmal eine Möglichkeit gibt, dass sich ganz, ganz viele Landesverbände treffen und gegeneinander spielen und für den Deutschen Handballbund ist auch eine Riesenchance, aufgrund der kurzen Wege hier zu sichten, sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich. Ne? Nun hat uns Dieter Kosubek, der ja wirklich dieses Turnier mit ins Leben gerufen hat. Und der ist, glaube ich, ja, zum 55. Mal auch betreut. Wir konnten ihm entlocken, das 56. Turnier wird es noch unter seiner Leitung geben. Aber dann sucht er doch einen Nachfolger. Wird ihn da ein bisschen bange? Ja, es ist natürlich schade, wenn jemand 55, 56 Jahre sowas macht, mit dem Know-how, mit den Kontakten auch. Es sind ja auch viele ausländische Gäste. Das sind ja auch Dinge, die seit vielen Jahren gewachsen sind, wenn der dann geht. Aber ich sag mal, wir als Handballverband Berlin und auch der Deutsche Handballbund haben ein Interesse, dass das Turnier weiterhin stattfindet. Und von daher werden wir alles Mögliche tun, dass das Turnier auch weiter stattfindet. Also da werden wir uns ganz bestimmt mit dem Verein und dem Achim Kosubek zusammensetzen und gucken, wie wir dort unterstützen können. 56. mache ich noch. Ich muss einen Nachfolger finden, weil ich wär 75. Inwiefern kann da auch der Landessportbund vielleicht unterstützen? Ja, also ich kann nur als Freund immer persönlich helfen. Achim Kosubek wird ja Anfang November 75 Jahre alt. Das ist sein Verdienst, dass er mit seinem Team auch diese Leistungen, diese organisatorischen Leistungen gebracht hat. Und ich werde natürlich auch versuchen, innerhalb des Vereins weiter dafür zu werben. Dieses Turnier darf nicht sterben. Dieses Turnier muss weitergehen. Und ich, wie ich meinen Freund Achim Kosubek kenne, wird er uns jetzt nicht von heute auf morgen allein lassen. Es wäre schade. Er hat einige jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Team und ich wäre gern meinen persönlichen Einfluss auch geltend machen, dass wir auch in der Zukunft ein gutes Org-Team zusammen haben und die finanzielle Unterstützung. Die ist mir ganz wichtig, dass im Landessportbund, Handballverband und Senat, dass sie uns weiterhin unterstützen, weil dieses Jugendturnier verdient es, dass wir es unterstützen. Ich gehe mal davon aus, dass knapp 2 Jahre reichen, um ein etwas jüngeren, handballaktiven Mann oder Frau gefunden werden kann, dieses Turnier zu übernehmen und genauso erfolgreich und weiterzuführen. Denn ich glaube, für Berlin ist das ganz wichtig, ein solches Jugendturnier zu haben. Und wie wir alle wissen, ist das ja auch international besetzt und somit also auch völkerverbindend. Und ich denke, das können wir in dieser Zeit ganz gut gebrauchen.
Aber die ganze DDR-Nationalmannschaft der Männer und Frauen haben hier, Kant Ulrich, haben hier alle gespielt bei dem Turnier als Kinder. Wir spielen jetzt schon in drei Hallen. Das ist dann schwierig, wenn man noch weitere Jahrgänge dazu nimmt. Dann braucht man mehr Hallen und dann wird es organisatorisch noch größer. Dann leidet wahrscheinlich auch darunter die Qualität. Man muss ganz sagen, das ist hier ein Leistungsturnier, kein Breitensportturnier. Dafür stehen einfach die Verbandsauswahlmannschaften. Das wird einfach schwierig. Man kann vielleicht einen Jahrgang dazu nehmen, aber viel mehr kann man wirklich nicht machen. Ja. Sporthallen wären ja, wenn wir uns die aktuelle Situation angucken, jetzt leider auch nicht nur für den Sport genutzt. Ja, ich denke, das ist ein großes Problem, das wir zu bewältigen haben. Wir schaffen diese Herausforderung auch mit den vielen ehrenamtlichen Initiativen in der Stadt und der Sport. Die Sportvereine haben hier eine ganz besondere Funktion, nämlich den Flüchtlingskindern in der Nachbarschaft, den Menschen zu helfen, auch durch sportliche Angebote ihnen die Freizeit zu erleichtern. Landessportbund, auch der Turnerbund, haben jetzt auch Mittel bereitgestellt für die Vereine, um ihnen zu helfen. Und wir haben natürlich jetzt schon das Präsidium des Landessportbundes appelliert an den Senat, hier keine Fehler zu machen. Natürlich erkennen wir den Bedarf, aber wir dürfen sowohl die örtlichen Sporthallen nicht schließen. Wir müssen sehen, dass eben auch der Schulsport einerseits, aber auch der Vereinssport stattfinden kann, damit wir auch weiter ein gedeihliches Miteinander haben und dass nicht eines Tages die Stimmung ins Gegenteil umschlägt. Also ich werbe dafür und ich habe da auch beim Senat schon die erste Einsicht festgestellt, dass eben möglichst andere leerstehende Häuser genommen werden und dann erst als letztes auf Sportstätten zurückgegriffen wird. Also ich glaube, der Sport muss seinen Teil in dieser schwierigen Situation dazu beitragen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das gebietet auch die Fairness. Auf der anderen Seite muss die Politik sich überlegen, in welcher Größenordnung, in welchem Rahmen sie dieses tut. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass der Sport ja der schwächste, ich will nicht sagen Gegner in Anführungszeichen, ist. Und es ist am einfachsten ist, eben Turnhallen zu besetzen, Sporthallen zu besetzen. Dabei gibt es x Alternativen und ich denke, die Fahnenstange ist erreicht. Sporthallen und Sportplätze dürften nicht mehr in dem Maße als erste herangezogen werden. Da sollte man Alternativen suchen. Und ich sage etwas Zweites. Der Sport hat eine hohe Integrationskraft für junge Menschen, die ja hierher kommen. Und wenn man denen nicht mehr die Möglichkeit gibt, Sport zu treiben in der Gemeinschaft, unsere Werte mitzuerleben, ja, dann weiß ich nicht, wie das eigentlich bei der Masse gelingen soll. Gibt es da eigentlich jetzt auch schon besondere Probleme beim Berliner Handballverband? Also das Turnier hat es ja nicht betroffen, aber können Sie dazu was sagen? Ja, der Handballverband selber ist auch stark betroffen. Das Horst-Kober-Sportzentrum und nebenan die Rudolf-Habisch-Halle, die Leichtathletikhalle, sind beschlagnahmt worden. Das Horst-Kober-Sportzentrum ist das Landesleistungszentrum des Handballverbandes. Das heißt, dort trainieren unsere Auswahlmannschaften täglich. Dort trainiert auch unser weiblicher Frauen-Bundesligist, die Spreefüchse. Auch die Volleyballer sind betroffen. Also wir als Handballverband sind davon wirklich stark betroffen. Es gibt mittlerweile auch Vereine, die Trainingshallen verloren haben hier in Berlin, weniger im Augenblick Spielhallen. Und ich glaube, der Sport hat Verständnis für die Situation, aber irgendwann sind auch Grenzen erreicht und die Politik muss verstehen, dass mehr Hallen uns jetzt nicht mehr weggenommen werden können. Gerade jetzt, wenn es auch in den Winter geht, die Hallenzeiten werden sowieso immer weniger für die Sportarten, die das ganze Jahr über in der Halle sind, weil jetzt Fußballer, Hockeyspieler dazukommen. Wir als Handballverband Berlin haben in der letzten Woche oder in den letzten 10 Tagen eine Aktion gehabt mit dem Deutschen Handballbund zusammen, wo wir Handball gespielt haben, Handball gezeigt haben in Schulen, die einen hohen Migrationsanteil haben. Wir haben auch Flüchtlingskinder dazugenommen und das war ein Riesenerfolg. Da haben Kinder, auch gerade aus den arabischen Staaten, die mit Handball sonst gar nicht in Berührung kommen, haben ganz, ganz viel Spaß gehabt. Das war eine ganz, ganz tolle Sache. Diese Chance haben wir nicht, wenn wir keine Hallen mehr haben. Ich glaube, der Sport kann eine ganze Menge zur Integration beitragen und wenn man ihm diese Möglichkeit nimmt, dann wird es auch schwierig und dann muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass die Stimmung in der Stadt, in Deutschland nicht kippt. Ich glaube, jetzt ist das alles noch tragbar und verträglich, aber mehr darf nicht passieren.
Sind Sie eigentlich zufrieden, was die Zukunft des Turniers anbetrifft, mit der Unterstützung durch Sponsoren, oder wäre da noch Verbesserung möglich? Also Sponsoren wäre wirklich Verbesserung. Es ist sehr schwer, dass man aus der Wirtschaft Sponsoren kriegt. Wir leben also davon, dass die Bezirksämter, der Landessportbund, der Senat von Berlin diese Turnier mitträgt. Und Handball ist ja durchaus auch eine Sportart, die in Deutschland ja einen recht guten Status hat. Also wenn man die Nationalmannschaften nimmt, wenn Sie sich was wünschen dürften, was würden Sie denn da sagen? Ich würde wünschen, dass der Kinder- und Jugendsport hier in Deutschland in der Förderung an erster Stelle stehen müsste, damit wir vor allen Dingen in der Breite Kinder an den Sport heranführen, die dann auch in der Pyramide den Weg nach oben finden. Ich weiß auch, dass es mit Sponsoren in Berlin ja knapp bestellt ist. Nicht nur, dass wir so viele Bundesliga-Vereine haben, wo natürlich die Wirtschaft ja einen größeren Nutzen sieht als im Jugendbereich. Aber es gibt durchaus den einen oder anderen, den man, wenn man ihn richtig anspricht, davon überzeugen kann, dass Jugendarbeit für unsere Gesellschaft etwas sehr Wichtiges ist. Und insofern versuchen wir ihn dabei zu unterstützen. Ich kann sagen, also ich bin auch noch Mitgesellschafter in der Spielbank Berlin und wir als Spielbank Berlin unterstützen dieses Turnier auch. Und nicht aus Werbezwecken. Ich denke mal, das ist eher Mäzenatentum, aber weil man davon überzeugt ist, dass junge Leute auch das Recht haben, ein solches Turnier zu spielen, viel Freude daran haben, das kann man hier bei den Spielen sehen, und das Gemeinschaftserlebnis zu haben. Und ich denke, das ist schon wert, die ein oder andere Mark dafür auszugeben.